Mir geht es einfach um ein paar ganz simple Tatsachen, die ich nicht erfunden oder gefunden habe. Das Schöne an der Situation, in der wir leben, ist, alles wird öffentlich und wenig wird wahrgenommen. Also die Fakten liegen auf dem Tisch. Man muss sich nicht mal tief beugen, um sie aufzuheben. Und maßgeblich für die Situation, die wir jetzt haben, ist der Euro und die Europäische Zentralbank, die uns seit Jahren erzählt, es gibt ein Ziel, eine Zielvorgabe, nämlich eine 2% Inflation. Die Preise dürfen nicht drüber steigen, aber nicht drunter liegen. Und ich habe mal Zitate gesammelt von einer Direktorin der Europäischen Zentralbank, von der Deutschen, sozusagen von unserer Vertretung im Olymp des europäischen Geschäfts, Isabel Schnabel, die noch vor einem Jahr gesagt hat, ja, man rechnet damit, dass im kommenden Jahr die Inflation sich wieder rückentwickeln wird. Das ist so, als würde ein Wetterexperte sagen, ja, eine Lawine, die schon unten ist, kann man wieder dazu bewegen, wieder nach oben zu rollen. Oder man kann sie auf halber Strecke aufhalten. Und diese Wirtschafts- und Finanzpolitik der Europäischen Zentralbank in Verbindung mit den Brüchen aller Abkommen, aller europäischen Abkommen, auch des Maastricht-Vertrages, hat dazu geführt, dass wir jetzt vor dieser Sackgasse stehen. Ich habe vorhin das schon, glaube ich, angedeutet. Wenn die Europäische Zentralbank Milliarden Euro in den Markt pumpt, dann wird nicht mal ein Volkswirtschaftsstudent im ersten Semester damit rechnen, dass das keine Inflation gibt. Natürlich gibt es Inflation. Das ist ein Naturgesetz. Dafür muss man nicht Keynes oder Milton Friedman studiert haben. Das ist eben so. Und das ist hier einfach völlig aus der Sicht, aus dem Blick verschwunden. Und das Zweite, das habe ich auch schon angedeutet, der Staat gilt als ein Wirtschaftsteilnehmer, ein Teilnehmender, sagt man, glaube ich, heute, ja. Er ist es nicht. Er verteilt nur das Geld um. Der Staat produziert keinen Mehrwert, der hat kein Geld, der nimmt Geld ein und gibt Geld aus. Und hier hat sich eben die Ansicht durchgesetzt, dass der Staat Geld hat. Es gibt auch eine Modern Monetary Theory, die nun wirklich ganz nah bei David Copperfield siedelt. Die Leute können zaubern in dieser Theorie vertreten, dass der Staat so viele Schulden machen kann, wie er will. Und das aber glauben nichts. Sie, die EZB hat keine Strategie damit verfolgt, also die letzten Jahre und Jahrzehnte? Ich glaube, die hat keine Strategie verfolgt. Dazu sind die Leute nicht intelligent genug. Die sind einfach irgendeine Zielvorgabe hinterhergerannt und glaubten, es wird schon klappen. Das ist eine harte Behauptung. Ja, eine weichere habe ich gerade nicht zur Hand, aber lassen Sie mich nachdenken. In Köln hat man immer gesagt, es ist noch immer Jod gegangen. Und das ist, glaube ich, das Motto, das demnächst über dem Eingang zur Europäischen Zentralbank eingraviert wird. Frau Schröter, würden Sie damit gehen, dass das Motto der EZB ist? Ist es immer gut gegangen? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, da steht natürlich dahinter, dass die EZB auch EU-Politik macht. Mhm. Und letztendlich sind da ja sehr unterschiedliche Bedürfnisse in der EU, die gedeckt werden wollen. Ja. Ja, man möchte natürlich nicht, dass diejenigen, die jetzt viele Schulden haben, dass die Schulden nicht mehr zurückzahlen können. Und die Frage ist allerdings, ob das die Aufgabe der EZB ist. Ist es eben nicht. Eben. Aber sie tut's. Ja. Ja. Man nennt das, glaube ich, die Kraft des Faktischen oder so ähnlich. Ja. Haben Sie denn einen Lösungsvorschlag? Oder wenn wir hier immer über die Probleme reden, was wäre die Lösung? Naja, die Aufgabe der EZB ist, soweit ich das verstanden habe, als Nicht-Finanzexpertin, die Stabilität des Finanzmarktes zu garantieren und nicht das Geld zu verteilen nach anderen politischen Erfordernissen. Und das könnte man eigentlich von der EZB erwarten. Darf ich kurz vielleicht mit einem Satz noch Frau Isabel Schnabel zitieren? Die Menschen und die Unternehmen im Euroraum sollen sich darauf verlassen können, dass Geld stabil ist, dass also ihr Geld morgen ungefähr genauso viel wert ist wie heute. Ja, und das ist ja wohl... Vor 2 Jahren gesagt. Ja. Und jetzt würden Sie sagen, da muss ich Sie jetzt für entschuldigen für den Satz. Entschuldigen? Ich kann mich entschuldigen, wenn ich Ihnen auf den Fuß trete, aber dafür muss man sich nicht entschuldigen. Dafür haben die Japaner ein anderes Verfahren erfunden. Welches denn? Harakiri. Ja, okay. Jetzt, Herr Bruder. Frau Seibert, wie, wenn Sie jetzt blicken als Bürgerin darauf, fühlen Sie sich denn noch sicher, was das Geld betrifft? Nein, überhaupt nicht. Also ich hoffe einfach, dass es gut geht, aber ich glaube, man muss sich halt vorsehen. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn wieder die Hamsterkäufe losgingen und nicht nur was das Toilettenpapier angeht, sondern im großen Stil. Ich kenne auch einige, die das schon gemacht haben. Was haben die so gekauft? Einfach Konserven, Lebensmittel für 2-3 Monate. Also wie gesagt, ich habe noch nichts in die Richtung unternommen. Sie wollen sich jetzt noch nicht outen als der Hamsterkäufer. Ich glaube, Medikamente sind der große Schrei. Ja, bitte? Medikamente sind der große Schrei im Moment. Ja, ja gut, die brauche ich nicht. Ich bin gesund. Aber es gibt Hamsterkäufe, die jetzt schon auch wieder erledigt werden, die Sie auch kennen, wo man sagt,
Ja, und viele haben sich tatsächlich noch schnell einen Kachelofen einbauen lassen oder so ein, ne, was man sich dann ins Wohnzimmer stellt, Kamin, haben Holz gekauft oder eben diese Gas-Dinger. Also nicht, Kamin, was Sie jetzt erzählt haben, mit in die Steckdose stecken, sondern wirklich was mit Gasflaschen. Ja, ich bin da noch nicht eingestiegen, aber ich glaube schon, dass es jetzt gut ist. Jetzt ist schon eh zu spät. Bitte? Jetzt ist zu spät. Gasflasche gibt es nicht. Gold ist noch was. Die Herr Seppelt, haben Sie denn schon vorgesorgt? Haben Sie auch schon Hamsterkauf erledigt oder sagen Sie, nee, mache ich nicht? Nee, das mache ich nicht. Also ich habe mir das. Sie haben auch kein Toilettenpapier in der Corona-Pandemie mal eben schnell. Also ich fand es immer bemerkenswert, wenn ich durch den Supermarkt gelaufen bin und dann lief ich an leeren Regalen vorbei. Mhm. Das letzte Mal, als ich leere Regale gesehen hatte, war das, wenn irgendwie früher im DDR-Fernsehen Supermärkte oder Kaufhallen, wie es ja geheißen hat, gezeigt worden sind. Und ansonsten konnte ich mich daran nicht erinnern. Oder wenn ich auf Kuba war, da war das dann auch so. Also das fand ich schon schräg, ehrlicherweise damals. Und ich weiß auch nicht, ob das damals wirklich so notwendig gewesen ist. Und wenn ich aber auch ehrlich sein darf, jetzt fehlt mir irgendwie das Verständnis oder wie soll ich sagen, ich kann es wenig beurteilen, ob das nun sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Und ich habe es einfach für mich immer so gehalten, dass ich mich dann der Stimme enthalte, wenn ich es einfach nicht beurteilen kann. Ja. Aber macht die Inflation Ihnen denn Angst? Nein, die macht mir jetzt nicht so viel Angst, aber ich sehe natürlich in meinem Umfeld, was passiert. Mhm. Ich sehe, wie Kolleginnen und Kollegen das mir sagen und das macht mich schon betroffen. Auch hier, vielleicht habe ich eine Minderheitenmeinung, aber ich sehe, die Inflation galoppiert, klar, das sehe ich schon und das ist auch schlimm. Wenn ich aber sehe, was momentan woanders noch in Inflation los ist, wenn ich von 20-30% Inflation höre, beispielsweise in Russland, wobei natürlich Russland ja ein sehr spezieller Fall ist, dann sage ich auch, es geht uns vergleichsweise noch einigermaßen, wenn ich sehe, wie es woanders abläuft, aber wie gesagt, on the long term kann ich das nicht beurteilen. Das muss ich zugeben. Das heißt, eigentlich sind Sie Optimist? Ach, nagen Sie mich nicht darauf fest, ob ich Optimist oder Pessimist bin. Ich halte es wirklich so, wie ich sage. Wenn ich Dinge nicht beurteilen kann, dann rede ich darüber nicht. Finde ich. Ein Optimist ist jemand, der noch nie überfallen wurde und dann seine Geldbörse hergeben muss.